Gleich nach der Pause sprechen wir mit einem ehemaligen Street-Artist. Sweet Tea, wie in der Szene genannt wird, möchte sein neues Buch promoten und eine brandneue Modelinie. Mit T-Shirts, Kappen und Schmuck. Äußerst bemerkenswert. Blöder Wichser. Oh, sorry, meine Schuld. Deadsec hat Josh entdeckt. Anti-CTOS-Videos auf Envite zu posten. Der Junge läuft mit einer Plastik-Halloween-Maske herum. Ein Totenkopf. Aber der allerbilligste Totenkopf, den er finden konnte. Man sieht durch das Ding seine Augen. Ein absolutes No-Go in Sachen Profiler meiden. Er hat seine Stimme verzerrt, benutzt aber noch dieselbe Ausdrucksweise. Josh ist ein hochfunktionaler Autist. Er hat also eine ganz besondere Art zu sprechen. Citara konnte ihn leicht aufspüren. Aber er war ganz anders, als wir es erwartet hatten. Wenn es ums reine Codieren geht, spielt Josh in einer höheren Liga als der Rest von uns. Wir haben seinen CTOS... Yo, Marcus, hast du den Trailer für den neuen Jimmy Siska-Film gesehen? Ist der schon draußen? Ja, lass sehen, Mann. Nein, nicht da drauf. Dafür brauchen wir perfekten Sound, einen großen Bildschirm und was zum Hinsetzen. Wir brauchen Ruhe. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe auf dich gewartet. Echt cool. Danke. Okay, wir schauen jetzt den Trailer, also Klappe halten. Klappe halten! In einer durch Technologie verbundenen Welt. Ich will keine Gerechtigkeit, gottverdammt. Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit. Ich will Cybergerechtigkeit. Kann eine simple Zeile Code die ganze Welt vernichten? Es wird eine Cyberkatastrophe. Cyberdriver. Triff ihn mit dem Code-Strudel-Chip. Jimmy Siska ist... Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder sterbt. Devon von Devon. Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Das sind keine Hacker, Devon. Das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet. Das ist kein normal UKI-Auto. Ich denke, nächstes Mal brauchen wir eine höhere Firewall, Mann. Cyberdriver! Actionheld vom Feinsten! Sprechendes Auto. Gib's so, Josh. Das Auto ist cool. Wisst ihr, was ich denke? Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Im Ernst?
Sowas bringt uns einen Haufen Follower. Jo, zuerst gehen Josh und ich zum Studio und holen das Drehbuch. Wir sehen mal nach, welche anderen Perlen es noch über DeathSec gibt. Und wir suchen das Auto. Okay, wie läuft das jetzt? Geben wir eine Warnung raus? Nein, wieso sollten wir? Die sichern nur alles ab. Nein, lass sie doch. Keine Sorge, Cyberboy. Nein, nicht. Hackerfilme werden eben gehackt. HMB Studios. Ihr alleine seid für diesen Cyberdriver-Reinfall verantwortlich. Billige Stunts und schlechte Dialoge sind eine Sache. Aber ihr beleidigt unsere Intelligenz. Und das ist unentschuldbar. Offenbar muss euch jemand zeigen, wozu Hacker wirklich imstande sind. Und da ihr nicht nach uns gekommen seid, kommen wir jetzt zu euch. Wir starten Operation Hack und wir zeigen euch, was Hacker können. Wir sind der Zweck. Die Straße mit dir, Hurensohn! Ihr habt gedacht, dieser Film würde gut werden? Tja, ja, klar. Was zum Lachen? Cool, deine Worte. Habe ich echt cool gesagt? Wir wissen nur so viel, Josh. Cyberdriver hat sich als millionenschwere Cyberkatastrophe herausgestellt. Du willst mich nur auf die Palme bringen, mit dem Wort. Oh nein, keine Palme, Mann. Ein Bonsai vielleicht? Wieso lässt Galilei sowas zu? Das ist Rufmord. Du meinst Cybermord? Versuch es nur weiter. Ich werde das nie komisch finden. Hey, wie geht's denn so, Mann? Und da sind wir, Hook Motion Picture Studios. Oh nein. Naja. Wie wäre es? Oh,
Schwachsinn! Klar, du mich auch. Okay, Leute, ich bin drin. Das kann doch nicht sein!
Ich hab es. Wir haben das ganze Skript von Cyberdriver. Drüben ist doch was. Gut, wie auch immer. Thank you.
Verdammt! Hast du das gehört? Aus! Lasst euch nicht überrumpeln! Kennen alle den Plan? Ja, verstanden. Die Spur ist kalt. Wir melden uns beim Sergeant. Schwärmt aus und spürt ihn auf.
get that one of the PA suppressor more. Na bitte. Ich hab die E-Mails. Nice. Die nicht so geheimen Mails. Okay, ich hab dann wohl alles. Was ist mit dem Auto? Ist nicht hier. Wir müssen es wohl irgendwie anders finden. Ich hau jetzt ab. Hey Leute, ich hab eine Mail, in der steht, dass sie das Auto irgendwo hinbringen. Nur leider nicht wann und wohin. Ist schon okay. Ich glaube, ich hab einen Plan B.